leider jemandem eine unfreiwillige Auszeit verordnet. Also bist du jetzt dran. Schön blöd. Dann los, bringen wir den Job zu Ende. Auch einfach richtig nervig, dass ich erst wieder die 3 Kilometer da hochlaufen muss. Bald habe ich keine Agenten mehr. Alle im Knast. Ich bin tatsächlich so kurz davor, das jetzt auf leicht zu stellen für die Mission. Hallo, geh hoch bitte. Danke. Ja, das ist halt richtig unnötig, dass ich jetzt jedes Mal hier noch den ganzen Weg wieder hoch marschieren darf. Nein, wollen die immer nicht, wie ich will. Was steht der da jetzt? Kann er laufen? Ach, der denn jetzt? Ich muss einen richtigen Fleck treffen, dass ich ihn ablenken kann. Das war nicht so geplant. Natürlich. Scheiße, da drüben. Upload gestartet. Ich erfasse Drohnen im Anflug. Scheiße. Themis hat mich im Visier. Nein, nein, nein. Das sind keine algorithmusgesteuerten Killer-Drohnen. Das sind nur normale Drohnen, die dich auch umbringen können. Drohnen sind auf dem Weg zur Zielperson. Schneller deaktivieren! Die kann ich halt gar nicht deaktivieren, oder? Große Antennen sind äußerst bedrohlich. Aber du musst nah dranbleiben, damit der Virus-Upload funktioniert. Ich hab verraten gedrückt! Wieso schaltet die Drohne jetzt nicht die anderen aus?
Albion hat leider jemandem eine unfreiwillige Auszeit verordnet. Ja. Also bist du jetzt dran. Ich übernehme. Spawn mich halt einfach noch weiter weg. Los jetzt. Vor allem fange ich die Mission wieder ganz von vorne an jetzt. Wir sind jetzt hier hoch. Habe ich hier viel Schönes erlebt. Warte auf aktiven Protestbericht. Nee, lade jetzt. Nee, jetzt schon wieder da, lade hoch. Okay. Das ist der Eingang, den wir freigeschalten haben. Keine Ahnung, was diese Uhr macht. Ich habe mit dem noch nie wirklich gespielt. Ja, gut. Wir gehen wieder hier hoch. Moment. Ist aber woanders. Warum sind hier zwei? Klar. Der guckt halt auch nie weg. Wie soll ich das denn machen? Wenn ich den umbringe, sieht mich doch der andere. Die wollen mich doch rollen, ey. Warum sind die denn jetzt alle wieder da? Dieses Spiel macht mich... Jeden Tag, jeden Stream macht mich das Spiel fix und fertig. Ich weiß nicht, warum ich das überhaupt noch spiele. Ich komme irgendwie aus der anderen Richtung gerade. Nächstes Mal gehe ich wieder das Gerüst hoch. Ja, hab ich kapiert. Klar doch, das ist super schnell.
Aber wie soll ich diese Mission denn hier schaffen? Warum denn das? Jemand wurde getroffen! Halt den Mund. Eine läuft dort hinten noch. Aber ich sehe sie gerade nicht. Da hinten. Ist gerade dort dahinter. Jagen wir sie in die Luft und erledigen wir das. Will nichts sagen, aber du hast dich selber in die Luft gejagt. Ich bin getroffen! Oh, Scheiße! Ich bin getroffen! Sag mal. Jetzt geht's los. Ich erfasse Drohnen im Anflug. Santellus? Nein, das sind keine algorithmusgesteuerten Killerdrohnen. Das sind programmierte Drohnen, die dich auch umbringen können. Zentrale, komm! Große Antennen sind äußerst bedrohlich, aber du musst nah dran bleiben, damit der Virus-Upload funktioniert. Bist. Ja. Keine Sorge, sie hat mehr Angst vor dir als du vor ihr. Wer schießt hier so auf mich, Junge? Ach, verdammt, komm schon. Sicherheitsverstoß. Drohnenverstärkung unterwegs.
Das ist ja schön. Das war's dann für Themis. Comeback ausgeschlossen. Ja, die Lichter sind hübsch. Aber ich schlage vor, dass du da verschwindest, bevor jemand deins ausknipst. Sobald ich hier raus bin, stelle ich wieder auf normal. Es war aber tatsächlich, auch wenn es vielleicht nicht so aussah, ein deutlicher Unterschied gerade auf leicht. Also, ja. Plan, über Drohnen mit einem sozialen Algorithmus Gerechtigkeit walten zu lassen, ist nach hinten losgegangen. Meint ihr, er hat die griechischen Mythen überhaupt gelesen, nach denen er seine Drohnen benannt hat? Was soll den nächsten Plan aufhalten und den übernächsten? Kers an sich ist das Problem. Wir müssen einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Leichter gesagt als getan. Kers hat eine Privatarmee, ein Arsenal an Drohnen, Waffen und eine Menge Leute, die ihn unterstützen. Wenn wir hinter ihm her sind, werden wir noch mehr als die Terroristen abgestempelt, für die sie uns bereits halten. Dann nehmen wir ihm die Unterstützung der Leute. Bax und ich haben da ein paar Ideen. Ihr solltet euch für ein Briefing treffen. Okay. Richtigkeit für Claire. Wer ist jetzt Claire nochmal? Okay. Hat doch jetzt nur mindestens eine halbe Stunde gedauert, diese Mission. Also sowas frustriert mich. Wirklich, ich könnte kein... Ich weiß nicht, Souls-like... Ich hab Steel Rising da, weil es hieß, das ist ein Einsteiger-Souls-like. I don't know, ob ich das jemals durchgespielt bekomme. Ich finde tatsächlich, Lies of P sieht super gut aus, das Spiel. Aber ich habe gestern einen Stream angehabt. Oder zwei sogar. In dem einen hat die Streamerin 2 Stunden vergeblich versucht, den einen Boss zu töten. Und in dem zweiten Stream meinte eine Streamerin, die hat da gerade so ein bisschen eingeschätzt, wie ob sie das Spiel mag oder nicht. Und hat gesagt, bei Lies of P ist das Problem, du bist gezwungen, die Bosse zu machen, weil du sonst in der Story nicht weiterkommst. Und sie hat sogar gesagt, sie weiß nicht, ob Souls-like Einsteiger das hinbekommen. Es gibt dort irgendeinen Boss, der heißt der Puppenkönig. Oder so? Holy. Also, no. Ich würde das nie hinbekommen. Dabei sieht das so gut aus. Und die Streamerin, die eben meinte, das ist nichts für Souls-like-Anfänger, oder sie glaubt, es ist schwer für Souls-like-Anfänger, sagen wir es mal so. Sie hat gesagt, das Spiel ist eigentlich so schön. Das Erkunden, das Worldbuilding, das ist alles so schön. Die Musik in dem Spiel. Aber dass du gezwungen bist, die Bosse zu machen und du nicht die Möglichkeit hast, denen auszuweichen und zu sagen, hey, ich komme später nochmal wieder und level erstmal ein bisschen. Die sagt, das ist so... Wenn die das ändern würden, hat sie gesagt, wäre das ein richtig geniales Spiel. Aber so sieht sie das Spiel eher sterben, weil viele abgeschreckt sein werden. Albion bestätigt, dass es sich bei den Explosionen am Himmel über London um ein Albion-Drohnenprojekt handelt, das von DERZEC-Aufständischen sabotiert wurde. In einem Exklusivinterview mit GBB Radio One sagte Albion-Gründer und CEO Nigel Cass Folgendes. Die Wahrheit ist, dass diese DERZEC-Freiheitskämpfer London weiter einschränken. Das Drohnenprojekt sollte Albion-Einsatzkräfte auf der Straße ersetzen und der Stadt Normalität zurückbringen. Aber jetzt kann ich meine Leute nicht abziehen. Das kann ich nicht verantworten.
Cass beschwor die Zuhörer, jeden, den sie der DedSec-Zugehörigkeit verdächtigen, sofort als potenziellen Terroristen an Albion zu melden. So ein scheiß Lügner. Er war kurz davor, jeden zu töten, von dem er nur annahm, dass er gegen ihn ist. Und jetzt spielt er das Opfer. Und mit Erfolg. Nein, das war zu euphorisch. Leider hat er Erfolg. Zu traurig? So ist er eben. Erst ängstigt er die Leute zu Tode, um sich dann zum Helden aufzuspielen. Wir müssen ihnen zeigen, wie er wirklich ist. Das ist seine Schwäche, sein Image. Zerstören wir es, brechen wir ihn. Ja, ein paar von uns hatten bereits die Idee. Na los, Bagley. Das ist Claire Waters, politische Dissidentin und Podcasterin. Seit der Ankündigung einer brisanten neuen Folge vermisst. Sie wurde nie gesendet. Wir haben also nur das hier. In der nächsten Folge von Buccaneer Radio spreche ich mit jemandem aus Nigel Cass innerstem Führungszirkel. Er versprach mir etwas, das Cass als den Tyrannen zeigen würde, der er ist. Das wird den White Tower bis ins Mark erschüttern. Bis nächste Woche, Piraten. Nigel hätte versucht, das Interview zu manipulieren. Wenn er deshalb Waters kidnappt, ist die Aufnahme wohl brisant. Wir müssen sie haben. Claire sendete aus dem Freight One. Dort sollte die Suche starten. Claire Waters scheint eine echte Dreckschleuder zu sein. Albion ist ihr liebstes Ziel. Aber sie hat auch schon gegen Tech-Genie Sky Larson, den SRS und Clan Kelly geschossen. Sehr meinungsfreudig, was? Etwas PR-Unterstützung wäre ganz gut. Wir sollten fragen, ob sie die Stimme von DedSec sein will. Sie wühlt schon länger in Cass schmutziger Wäsche. Wenn das noch nicht reicht, um ihm die Daumenschrauben anzusetzen, schließt sie sich vielleicht euch an, um was zu finden. Ah, cool. Alle wieder da. Alle außer Haft entlassen. Okay. Dann machen wir das. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit heute. In 2 Wochen und 2 Tagen oder so kommt endlich Assassin's Creed raus. Freu mich. Weiß aber dementsprechend noch nicht so richtig, was wir dann in der Zeit im Stream spielen. Ob ich vielleicht in der Zeit, während ich privat Assassin's Creed spiele, ob ich dann vielleicht eher so DBD und sowas streame, ohne große Story. Oder ich weiß noch nicht so richtig, was wir machen. Ich möchte ungern 2 Story-Games eigentlich nebenher spielen. Wobei, wenn eins am PC ist und das andere auf der Konsole, geht es vielleicht. Chat, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie so oft. Wie gerade in der Mission zum Beispiel auch. Ja, Lies of P is hard. Das sieht so schön aus. Und ich würde es echt gern spielen, einfach weil es schön aussieht. Aber, Die eine Streamerin von den 2, die ich gestern geguckt habe. Wow, was geht denn hier? Hast du jetzt aufgeschürfte Knie oder so? Nö. Die spielt halt sehr, sehr, sehr viel Souls-like. Die hat auch Elden Ring, weiß nicht wie viele Stunden gespielt, etc. pp. Und wenn die das halt sagt, dass das schwer ist für Anfänger, dann glaube ich ihr das. Wie gesagt, bei Souls-like musst du halt die Bosse, wenn du Pech hast, 50 Mal machen, bis du das endlich hinbekommst. Und mich regt's hier schon auf, wenn ich was 3-mal machen muss. Wobei bei Souls-like ist es halt nochmal ein bisschen was anderes, weil du meistens die Gegner auswendig lernen kannst. Musst aber dann mit richtig krassem Timing quasi spielen. Hier bei den Drohnen, die fliegen halt jedes Mal anders. Das ist ein bisschen schwerer. Claire hat früher von irgendwo hier gesendet. Mehr weiß ich leider nicht. Verfluchte analoge Technik. Sie muss einige Feinde haben und wenn wir sie finden können, können die das auch. Also los.
Okay, wir brauchen die Spinne, wie es aussieht. Aber ich bin ja genau auf dem Punkt. Wo soll ich dann mit der Spinne hin, frage ich mich. Ach, da. Ja, ich denke, sie hat recht. Ja. Müssen wir, glaube ich, so... Oh no, sie ist tot! Noch eine Verfechterin der Wahrheit und Gerechtigkeit durch die Maschine getötet. Wir werden diesen Kampf nie gewinnen, oder? Ich würde deinem Gejammer gern den ganzen Tag lauschen. Aber vielleicht nutzt du deine Zeit besser, um ihre Ermordung zu untersuchen. Du hast recht, Becky. Gas. Wir können hier noch was Gutes tun. Schauen wir uns um. Gas! Ich hab's schon gefunden. Oder? Wir haben hier etwas Fußverkehr. Mehrere Personen. Eher Stiefel als Schuhe. Einer mit dem Profil eines bekannten Paramilitärausrüsters. Ich glaube, aus der Herbstkollektion. Das müssen Albion-Stiefel sein. Die haben alles außer ihrem Tablet. Bitte mach einen Scan, Bagley. Es ist ungewöhnlich gut gesichert. Da komme ich nicht einfach rein. Ich muss mindestens höflich husten und Verzeihung sagen. Einen Moment. Clan Kelly. Ich glaube nicht, dass das Clan Kelly war. Schau dir mal dieses Graffiti an, Bagley. Etwas übertrieben, findest du nicht? Claire hat mehrere Kelly-kritische Podcasts veröffentlicht. Man sollte denken, die sind daran gewöhnt. Als kriminelle Gang sollte man keine Blumen- und Dankesschreiben erwarten. Das sieht nicht nach deren Stil aus. Hier stimmt was nicht. Tablet freigeschaltet. Claire scheint darauf Gespräche protokolliert zu haben. Okay, Sie wollen uns etwas mitteilen. Sie sind Nachrichtentechniker bei Albion und arbeiten eng mit Nigel Cass zusammen, richtig, Mr.? Einfach Hugh. Ich glaub's nicht, dass ich das tue, wenn Sie das rausfinden. Ich weiß. Es ist kein Geheimnis, wie Albion die Menschen behandelt. Was haben Sie für uns? Beweise, dass Nigel Cass an den Anschlägen beteiligt war. Was? Aber das... Hier, speichern Sie das auf dieser sicheren Festplatte. Wie sicher sind diese Infos? Es ist ein Gespräch zwischen ihm und... Security! Waffen fallen lassen! Wir sind unbewaffnet. Das könnt ihr nicht tun. Nehmt ihre Ausrüstung und bringt sie zum Carousel. Du, markier die Wand und dann weg mit seiner Leiche. Sie kann bleiben. Gangrache ist schrecklich, nicht wahr? Fuck. Cass hat einen Schlägertrupp auf Claire und den anderen Typen angesetzt. Die Aufnahme muss echt sein. Das Schwein wusste von den Bombenanschlägen. Dann muss Albion auch Claires Ausrüstung haben, zusammen mit den Audiobeweisen. Genau das brauchen wir, um den Wichser endgültig zu begraben. Nigel Cass wird für das Blut an seinen Händen bezahlen. Claire und der Whistleblower kriegen Gerechtigkeit. Der Albion-Schütze hat etwas von Carousel gesagt. Könnte Carousel Plaza bedeuten. Albions Propagandabibliothek. Ich sehe keinen Grund, nicht dort anzufangen. Okay. Stehst du an der Mülltonne, da hörst du hin. Kackfratze. Kackfratze. Habt ihr das gehört? Die sind immer so unfreundlich hier. Okay, aber... Muss ich hier eigentlich rein? Nee, oder? Gibt's wahrscheinlich einfach nur Geld oder irgendwas.